Mann, dann habe ich wieder meine Bohnen verloren. Da gibt es ein paar Bohnen. Aber das finde ich echt total unnötig, dass man seine ganzen Bohnen noch verliert, ey. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich die Viecher alle erledigt habe. Was hat mir das jetzt gebracht? Muss doch irgendwas gebracht haben, dass ich die alle erledigt habe. Ja, holen wir uns erstmal hier noch ein paar Bohnen wieder. 32. Hä? Warum habe ich nur 32 Bohnen? Ich hätte ja schon. Hatte noch mehr eingesammelt. So. Mehr gibt es nicht. Pupsäcke entschärft. Da, kann ich den auch. Nee, falscher Torkopf. Manuell. Kann ich nicht drauflegen und A drücken, bringt nichts. Geht nicht. Ist das hier eigentlich? Auch Hauspunkte, okay. Stinkbomben. Bohnen, ja. Hm. Geht nicht. So ein Mist, was ist denn. Moment, was ist das? Hä? Da. Was ist das mit dem Stern? Also vielleicht da, wo ich weitergehen muss, ne? Okay, das sind die Maps, die wir schon alle ja, gesehen haben, aufgedeckt haben. Ja, das kennen wir schon. Retteron, ja, der kann warten. Moment, bin ich voll? Ich bin voll. Vielleicht geht das deswegen mit dem Mega Power Trank nicht. So, nee, hier, Hubsack weg. Ja. Und dann hier hindurch krabbeln. Ey, also ich kann mich an den ganzen Teil hier, kann ich mich nicht erinnern, ne? Ist schon irgendwie komisch. Aber er kennt so viele Spiele. Ich kann nicht ewig hier hängen bleiben. Sehr lustig, Ron. Aber wie soll ich dich denn jemals befreien? Hat der Baum nicht eine Schwachstelle, auf die du einen Zauberspruch loslassen kannst? Hey, das ist am Auto. Mach schnell, beeil dich. Ich hab gar nichts vor. Wow. Ey, der Fall. Das Spiel fängt gerade erstmal an und da kommt schon direkt so eine Hand hier. Ja, was ist das denn? Ich verliere wieder meine ganzen Bohnen hier. Vor allem. Ei, du kannst ja gar nicht weg von dieser Druckwelle hier. Wollt ihr mich verkackeiern? Ei. Vor allem, warum visiert ihr dieses Auge nicht an? Hallo. Kann nichts machen. Muss doch wahrscheinlich eher irgendwie auf dieses Auge schießen, oder? Also das finde ich jetzt ziemlich assi, ne? Ey. Was soll ich denn hier machen? Ah, Moment, da. Ich muss auf den Arm schießen. Ah, jetzt komme ich auch noch an den. Auf den Knoten da dran. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, ja, macht ihr mal hier. Hedwig, was machst du da? Ey, lass das Auto in Ruhe. Okay, kann aber jetzt nichts machen. Ja, komm, Hand. Oh, ich glaube, der. Guck mal, meine ganzen Bohnen weg. Ich hatte mal 50 Bohnen. Da kommen wir nicht mehr dran. So, jetzt komme ich auch wieder. Hallo? Da. So, schieß doch auf das Auge. So. Aber das Baum ist ein bisschen wütend. Weil ich eine Weile. Ich bleib einfach hier auf Abstand. Hedwig, was machst du denn schon wieder? Da kommt der die Ameranja. Wow, wow. Hey, hallo? Was ist das denn? Schmeißt du einfach mal den Felsbrocken hier. Ich glaube, Takt. Da hast du den genommen. Und tschüss. Aha, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Aber wer trifft mich jetzt? Da macht er wieder seinen Schlagdingens. Okay, der schlägt auch wieder noch im Boden. Ich komme immer noch nicht. Da, jetzt kann ich anvisieren. Yeah, wer sieht die Hand an?
Und jetzt das Auge. Das Auge. Mach das Auge. Wollt ihr mich verscheißern, ey? Warum hat er jetzt nicht das Auge anvisiert gehabt? Hätte ich jetzt ihn auch weg... Wow. Hätte ich ihn weg gehabt. Aber nö. Machen wir nicht. Ey, verarscht mich doch hier nicht so. Wow. Ah, ich komm's nicht weg. Darf ich jetzt auch mal wieder? Visier die Hand an. So, jetzt hier. Mann, geht doch. Oh, kurz vor knapp, ne? Danke, Harry. Das war toll. Oh, nicht wirklich. Naja, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Schließlich wollen wir Snape nicht in die Hände fallen. Aber Hauptsache, meine ganzen Bohnen sind weg. Das ist doch blöd, dass man die ganzen Bohnen verliert und man Schaden bekommt. Das finde ich echt nicht gut. Das Einzige, worauf ich mich nicht freue, ist das Wiedersehen mit Snape. Hoffen wir, dass er gekündigt hat, weil er wieder nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Oder sie haben ihn rausgeschmissen. Immerhin kann ihn ja keiner ausstehen. Vielleicht wartet er darauf, von euch zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid. Professor Snape, wir... Bei meinem Kontrollgang durch den Park habe ich festgestellt, dass eine sehr wertvolle peitschende Weide beschädigt wurde. Ich werde Professor McGonagall darüber informieren. Der Baum hat uns mehr Schaden zugefügt als... Ruhe, ich schlage vor. Sie beide begeben sich sofort in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Aber Professor Snape, wir... Geht und schätzt euch glücklich. Wenn ich einen von euch noch einmal erwische, dann werde ich euch Hauspunkte abziehen. Ja, eigentlich wollte er sie hier rausschmeißen. Los, Harry. Wir sehen uns in der Eingangshalle. Darf ich jetzt da rüberlaufen, oder was? So, für Nüsse. Okay, das sieht mir ganz nach demselben Level aus wie, aber ich komme hier nicht mehr über die Wege. Ey, guckt euch das an. Das ist das ein und dieselbe Map wie vom ersten Teil. Aber sie haben den Weg begrenzt. Also zumindest muss man schon nicht mehr so Ewigkeiten weit laufen. Ne, das ist schon mal nicht verkehrt. Aber sie haben die komplette Freiheit quasi des Open World in Anführungszeichen beschnitten. Naja, aber es ist dieselbe Map. Lass uns reingehen. Ja, okay. Hätte ich gedacht, könnte ich so ein paar Karten hier absuchen, ne? Aber dem ist nicht so. Also die Spiele sind schon leicht anders, erste und zweite, aber doch auch sehr ähnlich, weil das so absolutes Map-Recycling ist. Was aber natürlich auch irgendwie naheliegend ist, ne? Ist ja einfach, hatten wir schon einmal. Da können wir die Harry Potter IP nochmal besser ausschlachten. Haben wir einmal ein Kackspiel gemacht, können wir das zweite auch nochmal so kacke hin. Also vom Level-Design her. Ich meine, es ist nicht die schlechteste Version. Also irgendwie von Hogwarts. Es geht, ne? Ey, du Winter ist ja einer. Guck mal, wir haben hier mal. Willst du mich verarschen? Was ist denn das, dass der Geist mir Schaden macht? Was habt ihr denn genommen, ey? Ich wollte mit denen quatschen. Stattdessen macht der mir Schaden. Ey, ihr habt doch auch gesoffen, oder? Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie viel Leben hat Harry jetzt? Ist voll, okay. Auf jeden Fall schon mal besser als im ersten. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt Schaden bekommen. Wobei, dann hätte der ja hier dieses Gummidingens gemacht, dass ich mich nicht bewegen kann, ne? Wie Vertrauensschüler. So duster. Aber hier gibt's keine Florfliegengläser. Aber auf jeden Fall scheint es auch wieder den Geheimgang zu geben. Ah, guckt mal hier, die Türen haben sie weggelassen.
für in die verschiedenen Stockwerke. So, Kamera dreht. Oh, ich will doch was sehen von Harry, hey. Verschlossen. So, hier ist auch verschlossen. Auch verschlossen. Ist nicht irgendwas mal nicht verschlossen? Oder sind wir jetzt hier? Und da kommt die Treppe rüber. Na, also das kennen wir noch aus dem ersten Teil. Da war das mich hier genauso, nur war die Treppe dann schon da. So, wenn ich jetzt hier rüber will, kommt die Treppe natürlich nicht wieder. Beeil dich, Harry. Ja, lass mich doch mal hier ein bisschen erforschen, Mann. Jetzt stell mir lieber nichts so an. Ich will doch nur ein bisschen gucken. Ich bin hier oben, Harry. Ja, ich weiß, wo du bist. Zumindest bin ich da ganz stark von ausgegangen, dass ich das weiß. Also vom Map. Ich bin hier oben, Harry. Ich habe jetzt irgendwie Angst vor den Geistern. Der geht aber nicht weg. Finde ich schon besser umgesetzt. So, hier mit dem. Was war das? Wenn das nicht Achso. Der junge Potter ist, wie geht es Ihnen? Froh, wieder in Hogwarts zu sein? Das wäre ich, wenn Professor Snape mich nicht erwischt hätte, Nick. Naja, Regeln sind da, um befolgt zu werden, wenn man ihren Grund auch nicht immer versteht. Gehen Sie lieber schlafen und zurück in den Gemeinschaftsraum, bevor Professor Snape Sie noch einmal erwischt. Wiedersehen. Beeil dich, Harry. Jetzt hör doch auf zu heulen hier, ey. Ow. Ah! Was ist denn das? Ich bin hier oben, Harry. Böse Bücher. Böse Bücher. Aus. Da. Bohnen. Ey, 4 Bohnen habe ich jetzt, ey. Frechheit. Absolute Frechheit. Also wieder, ich finde das schon mal cooler, dass man hier nicht so viel Türanimation hat. Ja, Ron. Guck mal, hier muss es doch eigentlich noch. Ah ja, guck mal, man kann da auch durchgehen. Also gibt es da wahrscheinlich auch weiterhin den Geheimgang. Los, Harry, beeil dich! Nee, ich brauche jetzt eben. Aha, nein! Das Buch habe ich nicht gesehen, ne? Warum nimmt er nicht die. Das war doch voll die Verarsche. Ich bin da gerade zigmal an dieser Bohne vorbeigegangen. So, habe ich das Buch erledigt, ja. So. Dann gehen wir mal hier durch. Hineinkriechen. Mal gespannt. Band. Hier müssen wir. Was ist das denn jetzt schon wieder, ey? Ja, was ist das denn? Ich sehe doch überhaupt gar nichts. Gib mir doch mal wenigstens eine Chance hier, irgendwas zu machen. Ich kann auch nichts dafür. Ja, da ist noch einer. Also, ich kann die scheiß Kamera einfach nicht drehen. Du guckst hier einfach die ganze Zeit irgendwo falsch hin. Die geht nicht. Mann. Verarsche. Ich bin hier oben, Harry. Ron, halt den Bubble, ey. Vielleicht mal schießen. Was? Ich hab doch gerade erschossen. Kannst du wenigstens nicht auf das schießen, was man nicht sieht? Los, Harry. Ja, ist auch keine. Die Viecher müsste man irgendwie. Ey, ich hab doch da gerade zweimal hingeschossen. Aber nö. Ich muss ja meine Bohnen verlieren. Ich will hier hingehen, um mehr Bohnen zu kriegen. Karten und allen weiter. Brick hier raus hier. Was doch verarsche schlechte, ne? Ich sehe doch nichts. Hallo. Kamera. Ich kann sie nicht drehen. Ich kann sie nicht drehen. Ist doch verarsche. Schon mal erzählt, dass es verarsche ist. Da, guck mal, habe ich da zufällig was getroffen. Geh da rein, da gibt es bestimmt irgendwo. Muss doch irgendwo eine Karte oder sowas geben. Weil hier war mega Power. Boah, Ron, ey, geh mir nicht auf den Zwirn.
Ja, schon gerade ätzend genug, hier absolut nichts zu sehen. Er guckt ja die ganze Zeit hin, ne? Aber. Guck mal, er guckt ja die ganze Zeit runter, aber ich kriege das nicht geöffnet. Warum kriege ich das nicht geöffnet? Warum sagst du mir das nicht? Brauche ich hier alle Humora für? Wahrscheinlich, ne? Los, Harry, beeil dich! Boah, oh, du kommst hier aus so einer Tür raus. Wirst direkt von so einem Feuerarsch angeschossen. Und, ach, das ist doch für alle die Verarsche. Die Bücher sind jetzt auch wieder da. Boah, das war ja echt mehr Glück als Verstand jetzt, oder? Ich die getroffen habe. Mann, ey. Also, dass man hier so viel Schaden bekommt und seine Bohnen verliert, das haben sie echt blöd gemacht. Gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir nicht. Ich will das Schloss erkunden. Raff ist doch mal, Junge. Ja. Kann man Bohnen rausholen. Ey, da war wieder so ein Geist, glaube ich. Ah! Weg hier! Ich frage mich, ob das tagsüber auch so gefährlich ist. Ich meine, die Geheimgänge bestimmt schon. So, alle Bücher erledigt? Sieht so aus. Aber hier gibt es sonst nichts. Ist mir egal, wo du bist, Ron. Interessiert mich nicht. Oh, Geist. Weil dass die Geister einem Schaden machen. Das finde ich total bescheuert. Warum gibt es da jetzt mal nur drei Bohnen? Mann, Ron. Was hast du eigentlich für ein Problem, hä? Oh. Bücherregal hier haben sie weggemacht. War zu teuer. Auf jeden Fall wieder die fette Dame aus dem ersten Teil. Also zumindest designmäßig vom Film. In den Gemeinschaftsraum. Sie verlangt das Passwort. Natürlich brauche ich ein Passwort. Woher weiß ich denn, dass ihr Griffin das. Aber die redet nicht, also bewegt sich nicht das Bild. Wie Gorillas aussehen. Da seid ihr. Es gab Gerüchte, ihr werdet mit einem fliegenden Auto in die peitschende Weide gekracht. Nun, wir sind nicht rausgeflogen. Hermine, sag uns einfach das Passwort. Also, es ist Bartvogel. Wir sehen uns drin. Ja, die gehen jetzt rein und bei mir geht das Bild wieder zu, ne? Ja, es war so klar, ey. Es war so klar. Wenigstens gibt Ron jetzt Ruhe. Da sind aber auch wieder fliegende Bücher. Ah. Okay, gehen wir weg hier. Komm rein. Viel zu gefährlich hier alles. Mann, Nummer, Nummer, Nummer. Diese fliegende Bücher, Geister, die einem wehtun. Wo sind wir denn hier, ey? Da haben wir auch echt das Gefühl, die Entwickler haben nicht mal den Film geguckt. Harry, Fred und George haben einen Laden gegründet. Dort kannst du alles Mögliche für Zaubersprüche und coole Sachen eintauschen. Cool, das muss ich sehen. Wo ist der Laden? Durch die Tür und durch den Leseraum. Auf der anderen Seite ist ein Porträt. Wie lautet das Passwort? Amontillado. Vorsicht vor Percy. Er wird nicht gern gestört, wenn er lernt. Das kennen wir doch alle schon aus dem ersten Jahr, Mann. Da war doch alles schon gleich. Sie sind die nicht sehr, dass sie jetzt vorhanden, ne, zum Kaputtschnibbeln. Einfallsreich hier gewesen, die Entwickler. So, hast du mal gar nichts davon gehabt, Percy. Und Hauptsache, man hat das Bild überhaupt gar nicht gesehen, wenn ich nicht gewusst hätte. Du hast das also geschafft. Haben von einem Fort Anglia gehört. Mom bringt dich um, wenn sie davon erfährt. Aber Snapes Gesicht bei eurer Landung war es allemal wert. Naja. Herzlich willkommen in unserem Laden. Schau dich ruhig um.
Alle zauberhaften Zauberscherze haben einen fairen Preis in der einzigartigen Hogwarts-Währung Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Wir haben bestimmt was, was dir gefällt.